Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu Let's Play Final Fantasy Type-0 HD. Wir wollen uns aufmachen zur nächsten Mission, die ansteht. Das ist ja so eine freiwillige Mission sozusagen. Ich dachte mir aber, wir schauen vorher nochmal ganz kurz hier in dieser Einsatzzentrale vorbei, denn da sind wir bisher noch gar nicht gewesen. Und wir wollen uns ja die ganze Akademie angucken, von daher wäre es doch gar nicht mal so schlecht, wenn wir hier auch nochmal vorbeischauen. Interessant. Kommandozentrale, zweite Strategiesektion. Ah, hier ist auch der letzte Mokri. Ich habe nämlich nochmal geguckt. Wir haben alle bis auf einen Mokri schon gesehen. Und das hier ist dann wahrscheinlich der letzte. Mokri der Klasse 2. Der geschickte Einsatz von Magie ist es, was eine gute Vorhut auszeichnet, Cooper. Okay, damit müssen wir jetzt eigentlich mit allen Mokris sogar schon gesprochen haben. Wunderbar. Referatsleiterin für Krisenkommunikation. Die Klasse 0 hat also die rote Finsternis gesichtet. Von allen Augenzeugen wurde sie selten genauer als ein unidentifizierbares Objekt beschrieben. Ah, die rote Finsternis ist wahrscheinlich dieses Vieh, dem wir gegenüber gestanden haben. Das wird bestimmt noch interessant, denke ich mal. Ruhebrumme Beamtin. Es ist keine Schande, seine Schwächen einzugestehen. Sollte dir ein Einsatz aussichtslos erscheinen, ist es durchaus ratsam, deine Strategie zu überdenken. Den Schwierigkeitsgrad anzupassen, kann zum Beispiel eine sichere Niederlage in einen Sieg verwandeln. Okay. Der Schwierigkeitsgrad. Der Schwierigkeitsgrad lässt sich in den Einstellungen an Relikt-Terminals ändern. Einfach, erlittener Schaden und gegnerische TP sind verringert. Normal der Standard-Schwierigkeitsgrad und schwer der Schwierigkeitsgrad von Missionen ist um 30 Stufen erhöht. 30? Okay. Interessant. Unter bestimmten Bedingungen kann als besondere Herausforderung ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad freigeschaltet werden. Es ist keine Schande, Unterstützung aus der Akademie in Anspruch zu nehmen, wenn der Gegner zu stark ist. Ja, das hatten wir doch schon mal. Es zählt schließlich nur, dass wir diesen Krieg gewinnen. Verstärkung aus der Akademie, das kennen wir doch schon, oder? Öffne Optionen im Startmenü, um unter den Einstellungen auszuwählen, ob du auf deinen Einsätzen von Verstärkungsstreitkräften der Akademie unterstützt werden möchtest. Verstärkungsstreitkräfte ersetzen dann für eine gewisse Zeit eines deiner Kampfmitglieder. Außerdem erhältst du für solche kooperativen Einsätze Verstärkungspunkte, die du gegen diverse Gegenstände eintauschen kannst. Okay. Schauen wir mal, ob wir die überhaupt brauchen. Keine Ahnung. Ruhebrummer Militärattaché. Seid ihr noch nicht bereit zum Abmarsch? Habt ihr eine Ahnung, wie wichtig eure Beteiligung an dieser Mission ist? Doch, doch, alles gut. Wir haben uns von Melites... Von Melites? Ich dachte, er ist Melite. Na gut. Wir haben uns von Melites unser eigenes Land rauben lassen. Was für eine Demütigung. Wir müssen es ihnen heimzahlen. Was ist das denn? Ja, wahrscheinlich eine fancy Beleuchtungsart. Keine Ahnung. Auch aus erfolgreichen Missionen kann man viel lernen. Verbessern kann man sich immer. Erfolgreich abgeschlossene Missionen können erneut durchgespielt werden. Unabhängig vom Spielstand ist der aktive Charakter frei wählbar. Die Missionen können über das Startmenü angewählt werden. Gegenstände und EP, die man auf diese Weise erhält, werden dem verwendeten Speicherstand hinzugefügt. Habe ich bisher eigentlich noch nicht, ja, übrigens noch nicht gemacht, wollte ich ja eigentlich machen für die Mission, die wir schon angegangen sind, aber habe ich bisher noch nicht gemacht, werde ich dann aber wahrscheinlich nach dieser Aufnahmesession mal machen. Kadettin der Klasse 7. An unserer nächsten Mission ist nichts Originelles oder Überraschendes dran. Wir verüben einen Frontalangriff und verlassen uns einfach auf unsere Kraft. Okay. Habe ich mit dir schon geredet? Ach ja. Stimmt ja. Na gut, dann wollen wir auch gar nicht lang rumhängen, sondern wollen uns direkt auf den Weg zu dieser Mission machen. Und mal anschauen, wie das Ganze funktioniert. Wir hatten ja gemeint, es ist so eine Zusatzmission. Also ich denke mal, das wird jetzt eine Missionsart sein, wie sie wohl immer wieder mal vorkommen wird. Mal sehen, wie spannend die ist. Davon abhängig werde ich ja dann auch machen, ob wir das uns jetzt im Let's Play immer mit anschauen oder nicht. Keine Ahnung, mal schauen. Was ist ein... Good luck. Dankeschön. Was ich ein kleines bisschen nervig finde, ist, dass man immer erst zum Ausgang rennen muss. Ist doch ein bisschen viel der Rumrennerei hier. Aber naja, geht schon. Counting on you. Good luck. Könnte schlimmer sein. Good luck to you. So, müssen wir nochmal ans Relikt? Ich glaube nicht, ne? Lass einfach losmachen. Auf geht's. Operation Reconquista. Durch den Einsatz der Kadetten konnte die Rubrumer Armee die Stadt Maktai von der militischen Besatzung befreien. Von Maktai als neuem Stützpunkt aus plant das Militär nun eine groß angelegte Kampagne zur Rückeroberung der Rubrum-Region.
Unter dem Befehl von Kommandant Kurasame beteiligt sich die Klasse 0 an der Mission als autonom agierende Einheit, die im Verlauf dieser Operation Spezialaufträge übernimmt. Auf geht's! So, wen nehmen wir denn da? Also rein vom Level her müssten wir ja eigentlich Deuce nehmen, damit sie noch ein bisschen aufleveln kann, hinterherkommt. Aber ich will ja sowieso dann später mal noch ein bisschen leveln, von daher ist es, glaube ich, nicht so wichtig. Ich nehme mal... Wen nehme ich denn mal? Ich will mal was Neues ausprobieren. Hier, Sense. Genau, die wollte ich mal mit der Sense, die wollte ich mal ausprobieren. Schlangenschwert bei Seven? Okay. Was haben wir denn noch so? Queen hatten wir schon mal, King hatten wir schon mal. Machina und Ram habe ich auch noch nicht im Kampf gesehen, ne? Nehmen wir die mal dann als nächsten und den Rest klatschen wir dann einfach so rein. Ausrüstung brauchen wir nicht ändern. Gruppe festlegen. Ein Aktiver nur, okay. Das ist seltsam. Okay, dann nehme ich aber mal Size. Hieß die gerade eben auch schon Size? Die mit der Sense halt. Oder gibt es mehrere mit Sense? Nee, ne? Nee. Gut, nehmen wir die. Und auf geht's. Okay, move out! Kubau! Hergehört, ich erläutere nun die Mission, Cooper. Kubau! Unsere Streitkräfte kämpfen um die Kontrolle über die Ruprum-Region, Cooper. Kubau! Ihr werdet sie bei der Befreiung Corsis unterstützen, Cooper. The infamous Red Demons! Don't let them leave here alive! Sympathisch. Zunächst müssen wir das erste Lager unter unsere Kontrolle bringen, Cooper. Cooper. Danach werden wir Aqui stürmen, Cooper. Cooper. Sobald wir die Stadt unter unsere Kontrolle gebracht haben, kümmern wir uns um unser eigentliches Ziel, Cooper. Corsi, Cooper. Cooper. Holen wir uns zurück, was uns gehört, Cooper. Möge der Kristall mit uns allen sein, Cooper. Ein bisschen weniger Cooper könnten sie schon einbauen. Naja, gut, egal. Sieg, Eroberung von Corsi. Niederlage, Verlust von Maktai. Nee, ich glaube, ich brauche diesmal kein Tutorium. Das wird wahrscheinlich auch ohne gehen. Order, Cooper. Lass hören. Besetzt das erste Lager und sichert damit unseren Truppen einen wichtigen Stützpunkt. So, wie läuft denn der ganze Spaß jetzt ab? Achso, wir kämpfen wirklich gleich auf der Karte. Das ist ja speziell. Okay. Interessant. Oh, okay. That's the way. Keep attacking. Just like that. Wir kriegen also auch ganz schön auf die Fresse jedes Mal, wenn wir angreifen, habe ich das Gefühl. Ah, ja, man sollte vielleicht nicht gerade mitten im Weg stehen. Okay, das ist irgendwie bizarr, weil wir jetzt wirklich die Steuerung aus dem Kampf hier auf der Karte mit verlegen. Das ist ja merkwürdig. Na gut, probieren wir das einfach mal weiter aus. Zum Glück hat Size ja ganz gut Leben, wie es scheint. So, ich glaube, wir drängen sie so langsam ein bisschen zurück, ne? Ja, das geht schon. Ja, ich merke schon, dass wir die Oberhand haben, aber ich muss auch ein bisschen auf mein Leben achten. Okay, jetzt geht's ans erste Lager ran. Wunderbar. Ziehe ich dem Ding auch was ab, oder? Ich habe ja nicht das Gefühl, ehrlich gesagt. Probieren wir es mal mit Magie. Auch nicht so. Egal. Wir lassen die einfach mal machen. Das erste Lager ist ja fast breit. Wunderbar. Okay. Mein Leben füllt sich auch auf. Furchtbar, Kubo. Das erste Lager ist unser Beschuss durch das militische Abwehrsystem, Kubo. Ah ja, ich sehe schon da hinten. Da wollen wir uns doch gleich mal ranmachen. Sonderbefehl, Kubo. Zerstört ihr Abwehrsystem.
Ja, hätte ich jetzt wahrscheinlich sowieso gemacht. Einfach, weil es halt stört. Zum Glück greift es uns ja nicht an. Das ist ja schön dabei. Vielleicht mal mit Magie. Oh ja, die sitzt ganz gut. Sonderbefehl ausgeführt, Kupo. Befehlsgewalt über erstes Lager erhalten. Order, Kupo. Lass mich raten, wir sollen Aqui einnehmen? Befehlt den Truppen im ersten Lager den Angriff auf Aqui. Okay. Schauen wir mal, wie geht das? Okay, einfach drauf drücken, was sonst? Dann auf nach Aqui. Okay, move out! Kann ich eigentlich auch die zweite Truppe noch, die Donnereinheit, dazu bringen? Ja, sehr gut. Okay. Alles, was wir haben. Keep pressing onward. Schon wieder eine neue Order. Mensch, du bist aber auch fordernd, mein Kleiner. Wir müssen Aqui stürmen. Gut, das dachte ich mir schon. Aqui unter Beschuss genommen. Ich habe bei den Städten irgendwie nicht das Gefühl, dass ich wirklich was abziehe. Aber gut, dann machen das eben die Einheiten, das ist auch okay. Du hast den Energieball um Aqui neutralisiert. Okay, wir können die Stadt stürmen jetzt. Wie denn? Ah, jetzt. Stürmen. Auf geht's. Class Zero. Commencing maneuvers. Auf geht's. Unterstützung durch die Akademie? Nö, das kriegen wir auch so hin. Ach cool, jetzt kämpfen wir auch wieder zu dritt. Sonderbefehl, besiegt Major Harriet in weniger als 5 Minuten. Das schaffen wir. Denke ich doch mal, oder? Achso, ich sollte ihn vielleicht auch mal anvisieren. Oh nein, Major Harriet entkommt, Kupo. Ich habe doch gerade erst angefangen. Sie ist ein bisschen stürmisch, muss ich sagen. Ist gar nicht so einfach, mit ihr zu treffen, weil sie jedes Mal erst so einen übelsten Sprung macht hier. So, gib mal die Anime her. Gut, weiter geht's, oder? Haben wir noch jemanden? Nee, ich glaube nicht. Na dann. Was gibt's denn hier eigentlich an Special Orders? Lande innerhalb von 2 Minuten 15 erfolgreiche Treffer. Probieren wir mal. Komm, irgendwann muss man ja mal hier ein bisschen was machen. An Special Orders. Oh, okay, wir haben hier auch schon ein Dingens. Den Major Harriet, oder? Habt ihr das gerade richtig gesehen? Schauen wir mal. Ich hack erstmal ein bisschen auf den Nimrod ein. Und werde das Ding zu Fall bringen hier. So, ich hoffe, ich werde gehalten mit dem Ball. Das wäre sehr schön. So, nächste Order sammelt 5 Anime. Geht klar. Nimrod ist platt. So, was ist denn jetzt? Warum laufe ich so langsam? Keine Ahnung. So, da schlägt der Jäger und Sammler zu. Haben wir jetzt unsere Mission schon erledigt? Das ist bizarr. Aber okay. Wow. Den hat's aber zerlegt. Wunderbar, du hast 5 Anime gesammelt, Kupo. Mission erfüllt, Kupo. Das war's schon für unsere Mission. Das ging sehr schnell. Und ich muss sagen, Seis gefällt mir ganz gut vom Kampf her. Wir haben eindeutig die Oberhand, Kupo. Los, holen wir uns Corsi, Kupo. Okay. Schauen wir mal. Lava Donner Azuma-Einheit. Dann schicken wir die Azuma-Einheit. Nee, ich schicke die erstmal zum zweiten Lager, glaube ich. Let's go, losers! So, die anderen auch. Ne, euch schicke ich direkt nach Corsi. Genau. Da teilen wir die ein bisschen auf. Wobei die mal vielleicht. Ne, die schicke ich auch zum zweiten Lager. Da machen wir erst über den Umweg des zweiten Lagers da den Angriff. Das ist vielleicht ein bisschen günstiger. Sonst kommen die nämlich aus dem Lager ständig angeschissen, denke ich mal. Die militärischen Streitkräfte haben etwas aus Corsi entsandt. Oh, ich sehe es gerade. Enemy attack!
All troops to battle stations. Ich krieg's gar nicht in den Fokus hier. Not good. The enemy forces have momentum. We can't let them do any more damage. We failed. So, ich lasse die da hinten mal machen, die werden das schon hinkriegen. Ich muss ja mal gegen die Zerstörer mitkämpfen. So, gehen wir einfach mal hier ein bisschen drauf. Kors ist jetzt im Verteidigungsmodus. Unsere Chance für einen Angriff. Okay, ich lasse die mal machen hier. Ich hoffe, mein Magda fällt nicht. Ich wende mich einfach mal direkt gegen Corsi. Ich hoffe mal, ich komme noch rechtzeitig. Dies ist deine letzte Order, Kupo. Wenn du erfolgreich bist, bedeutet das den Sieg für die Republik Rubrum. Das kriegen wir hin. Auf nach Corsi. Rein da. So, dann wollen wir nochmal Ram und Machina ausprobieren, oder? Ohne Unterstützung, das kriegen wir auch so hin, wenn das wieder so ist wie gerade eben. Oh, ich habe gar nicht Ram und Machina dabei, ich dachte... Na gut, kämpfen wir mal wieder mit Nein. Das ist okay. So, komm her, du Sack. Okay, wenn er am Boden liegt, kann ich ihn gar nicht erwischen. Auch interessant. So, ein wenig Machina sammeln, ein wenig Anime sammeln. Gut, und weiter. Gar keine besonderen Orders diesmal. Besiege einen Gegner durch einen Verhängnistreffer. Lieber nicht. Nee, lassen wir das mal. Mit den Verhängnistreffern, da bin ich mir immer noch ein bisschen unsicher. So. Huch, mit Schilden, was geht denn hier los? Aber wenn er natürlich mit dem Rücken zu mir steht, dann nützt sein Schild ihm auch nichts. Komm her. Stand er nicht gerade noch mit dem Rücken zu mir? Die Sau dreht sich. Na komm schon. Ach komm, echt? Der ist aber auch zu langsam, um ihn dann zu erwischen, ne? Jetzt! Aber es ist doch noch geschafft. Habe ich dann zufälligerweise jemanden dabei, der Fernangriffe hat. Mit der Flöte. Mit der Flöte, echt jetzt? Nee, lass mal zu dem anderen wechseln. Wow, der hat gesessen. Sieg! Victory! Anime her! Das hat doch funktioniert. Abgesehen von Deuce oder wer es war, die ist jetzt auch nicht gerade die stärkste gewesen, wie mir scheint. Weiter! Wir schaffen das auch zu zweit. Auf zum Hauptplatz, da haben wir auch schon den Oberstleutnant. Einfach drauf auf das Ding. Bisschen träge das Teil, oder? Schon. Irgendwie. Okay. Die Dunkelwolke sieht auch speziell aus. Huch. Na gut, ich hack einfach mal drauf auf das Teil, bis es umfällt. Ich lasse auch mal die kleineren Gegner wirklich sein. Kannst du... Ja genau, das wollte ich doch. Hat aber irgendwie keine besondere Wirkung gezeigt gerade. Ich dachte, ich muss warten, bis das gelb wird, damit ich dann den Schaden hier erhöhen kann. Aber so richtig funktioniert es ja nicht. Oh shit! Wie ist das denn passiert? Das finde ich ja gar nicht cool. Reicht aber. Kein Problem. So, wo sind denn die anderen Leute hier? Wer hat mich denn gerade noch angegriffen? Wir können die doch jetzt ausnehmen, wenn die sich ergeben haben, ne? Genau, eine Feldration erhalten. Wunderbar. Sonst noch einer da? Nee, ne?
So, damit habe ich zwar verpasst, was das Ding hatte, aber egal. Das wäre erledigt, Cooper. Den Rest überlassen wir unseren Truppen. Is this mission complete? Wir haben es geschafft. Corsi gehört wieder uns. Benötigte Zeit A, erfüllte Orders A, Anzahl der K.O.s C. Gut, das ist natürlich ein bisschen traurig. Missionsbewertung A. Geht doch. Sonderbelohnung, ein Goldring. Als nein, 30 Gegner besiegt, Sonderbelohnung, VP-Sortiment aktualisiert, Wurfspeer freigeschaltet. Als Size 10 Anime gesammelt, Sonderbelohnung, Final Elixir. Da wollen wir doch auch gern mal speichern drüber. So. Und damit gehört dieser Teil der Rubrum-Region schon mal wieder uns.